So, jetzt will ich euch mal zeigen. Michael hatte es gut gemeint und hat hier so einen flexiblen Schlauch eingebaut. Der ist schön leicht, ne? Den kann man knicken, drehen, aber ja, er hat nicht so weit gedacht, dass da ja die Luft von diesem Endlüfter hier nicht durchgeht, weil es ja viel zu schmal ist. Das klebt ja fast zusammen. Wie soll da die Luft durchgehen? Ne? Wir hatten folgendes Problem. Wir haben den normalen Schlauch gehabt und wenn man den dann hier hinten festgemacht hat, dann haben wir die Toilette nicht mehr ganz reingekriegt, wenn wir duschen wollten. Es ging nicht mehr bis ganz hinten. Und dann haben wir eine Lösung gesucht, wie wir das machen könnten, dass wir die Toilette wieder richtig nach hinten einrasten können, damit wir hier drin duschen können. Ja, das war das Problem. Und naja, und dann hat Michael gedacht, hier, das ist so flexibel, aber wie gesagt, hatte ich ja gerade erwähnt, das bringt also überhaupt gar nichts und es war sehr unappetitlich gerade, das zu lernen, aber ich musste es, hab's nicht mehr ausgehalten, also es war auch vom Geruch her unangenehm. Jetzt ist ein neuer Ziegel drin, aber so viel bringen wird's auch nicht, weil wir sehen uns ja erst morgen mit Michael. Das Braune hier übrigens, das ist von dem Humusziegel jetzt, weil es war noch ein bisschen nass, die Wand. Ich habe alles sauber gemacht. Wirklich, alles ausgewaschen und sauber gemacht. Die ganze Kurbel und es war nicht schön. Es war eklig. Das kann ich euch sagen. Richtig eklig. Und ja, ich hab was gut. So eine Sauerei. Ja, jetzt muss das bis morgen aber allerdings auch nochmal so halten. Ich versuche das mal ein bisschen offen zu lassen, ne? Dass das ein bisschen trocknen kann. Und Michael hat schon einen neuen Schlauch gekauft und macht dann einen neuen Schlauch an. Ich hoffe, dass wir das dann aber auch so weit geregelt kriegen, dass wir halt also Toilette halt wieder ganz richtig reinmachen können, damit wir halt die Duschwand richtig zukriegen. Da hatten wir jetzt ein Problem gehabt. Ja, aber ich mache jetzt noch den Rest hier sauber und dann frühstücke ich erstmal. Wir haben 12:30, ich habe noch nichts gefrühstückt. Nur ist gut. So, die erste Kanne. Kann man mal so richtig schön sehen, wie das so aufgeht. Wie so ein Hefekloß. So, nachdem ich die Großaktion jetzt beendet habe, habe ich erstmal gefrühstückt. 2:15 habe ich heute gefrühstückt. 13.45 Uhr. Ja, habe ich heute gefrühstückt. Aber, ja. Jetzt bin ich fertig, habe auch noch gleich dann anschließend alles geputzt hier drinnen, schön sauber gemacht, gesaugt, die Schränke abgewischt, die Türen abgewischt und was dann immer alles noch mal gemacht werden muss. Und jetzt bin ich startklar für Düsseldorf. Allerdings muss ich noch geputzt werden. Das kommt heute auch noch dran. Ja. Ja, also, wie ihr seht, ich bin auf dem Campingplatz und habe also praktisch, als ich von Greetsiel zurückgefahren bin, nicht mehr einen Stellplatz bekommen. Das war mir klar. Obwohl ich um 12 Uhr hier war, mittags, war alles voll. Und kein einziger Platz mehr frei. Und dann bin ich hier rangefahren und dann hieß es, bis Freitag. Und ich so, oh, naja, gut, dann nehme ich erstmal bis Freitag. Und dann sagt er, ach, ich habe noch einen Platz, weil du darfst auch nur dahin, wo Hunde hin dürfen, auf dem Campingplatz. Das ist auch nicht so der schönste Platz hier, muss ich ganz ehrlich sagen, für das Geld. Aber ich war in dem Moment erstmal froh, dass ich überhaupt einen Platz hatte. Und ich hatte irgendwie keine Lust, nochmal umzuziehen. Und heute habe ich mich dann schon wieder ein bisschen geärgert, weil heute ist nämlich Freitag. Und draußen wären Plätze frei, weil es sind eigentlich die schöneren Plätze. Tatsache sind die Stellplätze draußen eigentlich fast die schöneren Plätze. Man steht näher aneinander,
Aber man hat schönen Blick auf die Drachenwiese und zum Teil ein bisschen bis hinten aufs Wasser. Und hier hast du im Moment, wo ich bin, überhaupt gar keine Aussicht. Also du guckst nur auf Wohnwagen. Man ist direkt in einem Dauercampergebiet. Das sind so ein paar Hundeplätze hier, die noch frei sind, die sie freigegeben haben. Ich war allerdings froh, wie gesagt, dass ich überhaupt einen Platz hatte. Und nach vorne hin, zum Wasser hin, da gibt es dann ja auch noch mal größere Stellplätze. Aber ich fand den Stellplatz da draußen, ehrlich gesagt, echt gut. Das hat mir richtig gut gefallen da draußen. Also außerhalb des Campingplatzes. Und du konntest ja alle Annehmlichkeiten nutzen, hatte ich euch ja gesagt. Der Platz jetzt hier ist 15 Euro ungefähr teurer. Für nix eigentlich. Außer dass du das Schwimmbad mit nutzen kannst. Hier ist ein Freibad dabei und das kannst du dann kostenfrei mit nutzen. Da kriegst dann so eine Service Card. Da kannst du dann auch in Nachbarort hier fahren. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Da gibt es so einen großen Hundestrand. Da musst du aber mit dem Auto hinfahren. Also. Dann hast du auch diese Campingcard, die gab es da drüben auch. Und du hast allerdings hier jeden Tag, glaube ich, 4 Euro frei. Und das reicht auch zum Duschen für zwei Personen eigentlich. Weil ja nur die Minute 25 Cent kostet. Ja, und natürlich hast du den Hundestrand und so frei. Nee, hast du nicht frei. Du zahlst ja 5 Euro für einen Hund. Also ich habe jetzt 29 Euro für den Platz hier bezahlt. 5 Euro für den Hund sind 34. 2,50 € für diese Servicecard. Ja, 36,50, so um die 37 Euro habe ich bezahlt. Und dann musst du noch WLAN extra dazu buchen und du musst auch Strom noch extra bezahlen. Also das ist schon ordentlich, der Preis, ne? Ja. Aber wie gesagt, man ist dann froh, überhaupt irgendwas zu kriegen und dann nimmt man das natürlich auch und es ist ja auch ein sauberer Campingplatz und gut geführt, also kann man nicht meckern. Von daher alles gut. Ja, ich hatte auch bis heute total nette Nachbarn. Die sind leider weggefahren aus Berlin. So ein, drei junge Leute, die waren echt cool und waren nett. Und hatten auch so einen kleinen süßen Hund, die Helga. Oh, schade, die sind weg. Ja. Ja, aber ich hatte ja heute dann auch ganz gut zu tun gehabt, war einkaufen und dann, ja, wie gesagt, alles hier klar Schiff gemacht. Jetzt bin ich noch dran mit klar Schiff machen. Mit dem Hund war ich schon gewesen, zweimal, gell? Ja. Und ja, dann werde ich mich auch noch ein bisschen ausruhen heute, weil ab morgen ist ja Düsseldorf. Ich fahre morgen los. Michael kommt leider erst am Sonntag. Und ich muss das irgendwie alleine dahin kriegen mit der Messe, mit anmelden und irgendwie auf dem Stellplatz fahren. Bleibt mir ja nichts anderes übrig. Und dann ist auch mit dem Schlafen vorbei. Ja. 23 Uhr fliegt der letzte Flieger. 5 Uhr der erste, glaube ich. Also, Rita und Thomas sagten 6 Uhr, aber ich glaube, es war 5 Uhr. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich kann es auch nicht mehr beschreien. Kann ich nicht sagen. Vielleicht ist es auch 6 Uhr. Es ist nicht viel Schlaf in Düsseldorf. Abends ist es auch relativ laut. Da ist ja immer was los und Party und so, ne? Und deswegen bin ich auch ganz froh, dass ich noch so ein bisschen abschalten konnte und dass ich mich hier auch ein bisschen akklimatisieren konnte von der Hitze. Wir werden mal gucken, dass wir nochmal sehen, ob wir irgendwie einen Ventilator kriegen für das Auto, dass wir einen Ventilator einbauen können, hinten im Schlafzimmerfenster vielleicht. Aber das war wirklich nicht auszuhalten. Nein, das war nicht auszuhalten. Und heute ist jetzt der erste Tag, wo es bewölkt ist. Es ist auch kühl, also ich habe Jacke heute an. Und Gott sei Dank, also ich bin nicht böse. Und ja, so lässt sich natürlich wunderbar aushalten. Da kann man noch mal ein bisschen sich erholen. Düsseldorf wird auch nicht so warm, Gott sei Dank. Es wird jetzt auch kühler. Ich hoffe, das war's jetzt auch mit der Hitze. Ich brauche das nicht noch mal. Ja, und da freue ich mich jetzt echt auf die Messe. Ich freue mich auch, Leute zu treffen. Ich freue mich auf Rita und Thomas, dass ich die sehen werde. Vielleicht die Kreuzfahrtcamper. Ich glaube, Kreuzfahrtcamper nennen sie sich, die beiden Jungs. Die würde ich auch gerne mal kennenlernen, muss ich ehrlich sagen. Ich hoffe, dass ich Kai sehe. Ja, wir haben uns ja jetzt auch lange nicht gesehen.
Wir haben uns ja auch im Winterurlaub nicht ein einziges Mal gesehen. Wir waren immer zu weit voneinander entfernt. Und ich hoffe, dass wir uns sehen. Und ja, mal gucken, wer noch so da ist, ne? Bin mal gespannt. Ach, und übrigens, hier ist ein Liner-Treffen. Also hier stehen unheimlich viel große Wohnmobile, die dann schön alles aufklappen und ihre Autos zeigen, die da drinnen stehen. Riesengeschosse. Verrückt. Also es wäre überhaupt nicht meins, weil das musst du ja auch fahren, so ein Ding. Ne? Also kommst du auch nicht überall hin mit so einem Teil. Ne? Gut, die haben ihre Autos dabei, die können dann überall hinfahren. Egal, ne? Aber oh nee, das ist mir eine Nummer zu heftig. Hier stehen ganz schöne Teile gerade rum. Ja. Ja, machen ein großes Treffen hier, haben schon ein Zelt aufgebaut und Bierstand und so. Ja, ne? Aber wir gucken uns morgen mal oder übermorgen mal alle möglichen Wohnmobile an. Ich bin mal gespannt, was es auch so Neues gibt auf der Messe. Also ihr Lieben, viel mehr gibt es halt nicht zu berichten. Und vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und ihr könnt auch gerne, wenn ihr wollt, ein Abo dalassen. Wir hängen immer noch nach. Immer um die 4.800 Follower. Also ich weiß nicht, wir kommen nicht vorwärts. Jetzt sage ich es halt einfach auch mal. Ich wollte das ja eigentlich immer nie, weil ich das immer so, ich weiß nicht, man bietet sich so irgendwie ein bisschen an. Ich habe da mal so eine Hemmschwelle. Aber wenn ihr möchtet, dürft ihr uns gerne abonnieren. Es kostet nichts und ihr erfahrt dann immer, wo wir sind und was wir tun. Und könnt dabei sein oder auch ein Like da lassen. Wir freuen uns auf jeden Fall und wir würden uns auch ehrlich gesagt jetzt wirklich mal freuen, wenn wir über die 5.000 kommen. Muss ich ehrlich sagen, das deprimiert mich manchmal ein bisschen. Wir können starten. Nein, können wir nicht. Ich brauche noch einen Schlüssel. Den Schlüssel aus der schönen Schlüsselhalterung von Stihl.de. Das Ding ist echt genial. Das hat sich wirklich bewährt. Also wir suchen lange nicht mehr so den Schlüssel wie vorher, weil er immer ordentlich in der Halterung hängt. So, es geht jetzt los nach Düsseldorf. Ich muss mal gucken, was sagt denn das Navi? Ich hatte es irgendwo schon mal eingegeben. Düsseldorf. Was zeigt es an? 3 Stunden 35. Also rechne ich mal, naja, gute Stunde mindestens mehr, weil ich auch mit dem Hund immer noch mal anhalten muss und dann kriegt er noch sein Futterchen und Gassi gehen und also mindestens 4,5 Stunden rechne ich mal. So, und jetzt geht's noch mal an die Entsorgungsstelle. Ich will doch noch ein bisschen Wasser auffüllen. Alles andere habe ich gestern Abend schon gemacht. Also, let's go starting to Düsseldorf. Naja, da ist gut was los. Das habe ich mir gedacht und jetzt kommt auch noch einer hier vor mir. Müssen wir warten. Aber ich habe auch keine Lust, dann in Düsseldorf anzukommen. Und dann Wasser holen zu müssen. Nee, das will ich fertig haben. Aber ich habe ja die Gießkanne. Vielleicht kann ich das ja hier hin und her tragen. Mal gucken, ob das geht. So, Versorgung abgeschlossen. Alles aufgefüllt, abgelassen. Toilette mache ich später. Die habe ich gestern Abend erst gemacht. Mal aufpassen, dass ich nicht durch das Loch hier fahre. So, jetzt noch bezahlen, dann noch mit dem Hund noch mal Gassi gehen, dass der auch
leer ist. Oh, und dann endlich losfahren. Also jemand immer so wegkommt, ey, pff, dauert ewig. So, ihr Lieben, jetzt geht's los. Hintertür öffnen. Ja, okay. Müssen wir nochmal stehen bleiben. Die Tür nicht richtig zugemacht. Also, ich habe noch 2,66 Euro dazu bezahlt. Also auch nichts zurückbekommen. Von der Karte, 5 Euro kostet ja die Karte, also hat das insgesamt gekostet 117,66 Euro für 3 Tage. Ja, also der Strom hat gekostet 7,66 Euro. Hier piepst es an allen Ecken und Kanten. Kühlschrank, Tür. Das ist auch etwas bei uns, was sich nicht automatisch umstellt. Ne? Also der Kühlschrank, wenn der auf Gas läuft, und du fährst, stellt er sich nicht auf Batterie um. Und umgekehrt auch nicht mit Strom, stellt sich nicht um. Du musst das immer manuell einstellen. Ich weiß auch nicht, entweder haben wir da einen Fehler irgendwo drin, aber wir wissen nicht wo. Und deswegen fängt das auch während der Fahrt manchmal an zu piepsen, weil dann denkt man einfach nicht dran, macht das Gas zu, fährt los. Ja, und dann fängt es irgendwann während der Fahrt an zu piepen. Musste. Nach 300 Metern rechts abbiegen auf Hafenstraße. Musste dann anhalten, ne? Ist ein bisschen doof. So, also, es war. Auf dieser Route wird ein Stau auf Rhein-31 in der Nähe von Leer Ostfriesland umfahren. Du befindest dich auf der schnellsten Route. Ach, die voraussichtliche Ankunftszeit ist 14.35 Uhr. Naja, dann schauen wir mal, was es wieder für Staus so gibt heute. Ja, tschüss Meer. Nochmal ein Blick. Jetzt ist gerade Flut. So, das war's. Ja, war schön. Also. Abbiegen auf Hafenstraße. Ja, war schön. Also, der Stellplatz ist wirklich zu empfehlen. Hatte ich euch ja schon ein paar Mal gesagt. Gibt's nichts mehr hinzuzufügen. Jetzt geht's erstmal auf die Autobahn. Ja, ich will nachher auf jeden Fall auch nochmal von der Autobahn abfahren und nochmal tanken, weil ja, ab nächste Woche ist ja dann wieder der Tankrabatt wahrscheinlich weg. Da wird es wieder deutlich teurer werden, deswegen wollte ich nochmal voll tanken. 2 Euro. Was habe ich da so schön getankt, wa? Für 1,80. 2 Euro. Leckt mich am Ärmel, ey. Geht wieder los. Naja, was willst du machen? So ist es halt. Jetzt zeigt er 37 Minuten. Also Karin
führt mich hier wieder wegelang zur Messe. Leicht rechts abbiegen, um auf Zeppenheimer Straße zu bleiben. Will die mit mir hin hier? Das gibt's doch gar nicht. Nach 800 Metern rechts abbiegen. Andere fahren über die Autobahn. Und die Ausfahrt raus und ich fahre hier durch die engsten Wohngegenden. Also, das muss auch einer verstehen. Wer weiß, wo du mich hab. Ich habe P1 eingegeben. P1, Parkplatz, Messe, Düsseldorf. Aber wo die mich hier hinführt? Na, da bin ich schon mal gespannt. Das gibt's ja wohl nicht. Drei Minuten, sagt die, bin ich da. Ja, oder was denn denn weiter? Das kann nicht sein. Hier ist doch irgendwas verkehrt. Die bringt mich doch hier zum Krankenhaus. Was ist denn das für eine Scheiße hier? Ah, jetzt langt's mir doch langsam. Nach 500 Metern rechts abbiegen auf alte Landstraße. Ach, leck mich am Ärmel hier, du. Ich bin doch völlig verkehrt. Hier ist niemals ein Messegelände, hier ist ein Krankenhaus. So, jetzt habe ich nochmal eingegeben, Messe Düsseldorf. Was weiß ich, was die hier. Nach 100 Metern links abbiegen auf alte Landstraße. P1. Abbiegen auf alte Landstraße. Besucherparkplatz. So, wo bin ich? An irgendeinem Krankenhaus. Ach, Mann, ey. Das nervt mich schon. Dem Straßenverlauf von Alte Landstraße vor 1,5 Kilometer folgen. Also Karin hat mich völlig wieder verkehrt geschickt, weil ich gleich auch verkehrt eingegeben. P1 Besucherparkplatz habe ich eingegeben. Hat mich zum Krankenhaus geführt. Das brauche ich heute nicht. Mann, ey. Jetzt habe ich nochmal ein Messer eingegeben. Mal gucken. Und das ist ja wirklich. Da vorne steht Messer. Da vorne steht Messe, Parkplatz. So, hier stand jetzt P1 dran. Okay, alles klar, danke. Nach 200 Metern links abbiegen.
Bin ich jetzt hier richtig? Sie sind hier richtig. Ja? Genau. Wow! Einfach gerade durch zum Check-in, da hinten, wo das Auto steht. Ja, alles klar. Ja. Ciao. Hallo. Wir sind ein bisschen früh hier, 16 Uhr. Zahlen ja? Sie 10 Euro vor 16 Uhr? Nee. Dann rechnen wir geradeaus. Kommt um 16 Uhr hier. Ja. Hat keinen Sinn. Okay. Wie komme ich denn nachher zurück? Oh nee, nicht nochmal, oder? Ich fahre nachher rückwärts. Ha? Und dann nochmal die ganze Strecke rum, muss ich da wieder kurz auf die Autobahn da vor der Einfahrt rein? Ja, ab 16 Uhr. Ja, eben. Aber ich kann sie hier nicht stehen lassen. Dann fahren Sie einmal langsam rum und wenn Sie gleich kommen, dann halte ich Ihnen den Platz frei. Oh. Ja? So, geschafft. Also der nette Mann hatte mir hier einen Parkplatz freigehalten und hat mich auch eingewiesen. Ich stehe, aber wir stehen ganz schön weit hinten. Das gefällt mir natürlich nicht so gut. An Strom ist gar nicht zu denken. Hoffentlich hält unser Auto durch. Mal gucken, wie lange morgen kommt. Ja, Gott sei Dank, Michael. Ich habe mal gesagt, vielleicht gucken wir nochmal, ob wir woanders irgendwo ein Plätzchen kriegen. Mal sehen. Jetzt werde ich mich erstmal ein bisschen akklimatisieren und mich ein bisschen frisch machen. Und dann gehe ich mal ein Stückchen laufen und spazieren. Mal gucken, wo hier so Duschhäuser sind und so, weil wir sind ja jetzt woanders. Das letzte Mal waren wir ganz vorne, da war das super. Abends zum Barbecue 20 Meter. Und jetzt muss ich erstmal mich ein bisschen orientieren und mal gucken. Aber ehe ich hier jemanden gefunden habe, ach du liebe Güte. Na, da bin ich ja mal gespannt. Ach du liebe Güte.